So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Yay! In der zweiten Folge heute um 16 Uhr. In der letzten Folge haben wir ja hier den Flughafen das erste Mal gebaut. Und sorgen jetzt so ein bisschen dafür, dass wir hier uns ausbreiten. Das meint einfach nur in dem Sinne, dass wir hier das Gebiet weiter ausbreiten mit neuen Gebäuden und sowas, dass wir hier das Gebiet extrem schnell relativ attraktiv machen für neue Bewohner, weil wir haben ja gute Nachfrage danach. Und wir sehen, ups, das ist mal wieder so eine Brücke. Da denkt man sich so, ja, danke. Ich will doch aber eigentlich eine ganz gerade Brücke haben hier. Komm, wählst du dich mal aus da? Ja, man könnte jetzt hier noch sagen, okay. Machen wir das mal ein bisschen länger. Ich will runter. Dann haben wir das so. Genau. Dann machen wir das einfach nochmal einen Tucken länger und das sieht chaotisch aus. Aber gut, nehmen wir so hin. Die bauen sich hoch. Genau hier kommt der nächste Zug an. Oder fährt ab. Und was wir machen können, das hat mir einer in die Kommentare geschrieben. Können wir die Linienfarbe ändern und den Linien Namen geben. Das kann jetzt Flughafen, Hafen heißen. Und ist weiß. Dann kann man da angeblich den Überblick mehr behalten. Das sehe ich jetzt auch endlich ein. Dass das möglich ist. Aber wenn wir mal so gucken, sieht man dann doch mehr, wie das jetzt im Endeffekt wirklich aussieht. Also so sehen wir hier dann auch die Farbunterschiede von den Linien und sowas. Aber das kann man ja dann alles einstellen. Ich weiß jetzt nicht, wo der hinfährt. Also wir machen hier einfach erstmal ein paar unterschiedliche Farben rein. Egal wie die aussehen, Hauptsache wir wissen erstmal, wie das allgemein so ein bisschen dann aussieht. Genau, hier sehen wir ja die unterschiedlichen Farben reinkommen. Die Buslinie kann da ja erstmal blau bleiben, das macht ja nichts. Also, da sind wir dann nicht so extrem eingeschränkt. Wir machen gerade Minus an Leuten. Das bleibt aber garantiert auch nicht lange so, also da braucht ihr nicht traurig sein. Wenn da so ein paar Leute gerade mal sad sind, nö, wir wollen da aber mit und das geht nicht. So. Ne, hier machen wir nur so eine halbe Kurve rein. Denn wir wollen ja hier noch ein bisschen weiter weg. Nicht, dass das Flugzeug, wenn es startet, schon fast da reinkracht. Und wir dann da stehen. Ja, nee, das machen wir nicht. Das wollen wir auch nicht haben. Passt das? Ah, sogar fast. Ja, passt. Einigen wir uns darauf. Dann kommen hier High-Level-Gebiete hin. Nee, da. Genau, das heißt, wir könnten und da nach da bauen, dann können wir die abreißen. Dann sehen wir da wenigstens einen weiteren Nutzen hinter. So, dann können wir jetzt hier sagen, okay. Ich möchte ja hier High Level haben. Und hier müssen wir, glaube ich, noch ein kleines Level reinmachen. Denn das ist die Ein- und Ausflugsschneise der Flugzeuge, die wir hier starten und landen lassen.
Und das könnte eigentlich auch dann auf High Commercial. Das sollte reichen. Dann machen wir das auch so. Das und dann werden die hochgesetzt und das. Und dann machen wir hier einfach noch kleine hin. Auf die Seite sollte das ja noch möglich sein. So, haben wir da eigentlich das da drauf gesetzt? Ich habe keine Ahnung. So, wir machen jetzt erstmal Play. Dürfen natürlich erstmal Wasser nachziehen, überall hin, wo wir jetzt hier gebaut haben. Oh, da haben wir eine perfekte Linie getroffen, dass wir da wirklich alles abdecken können, was wir da haben wollen. Warte mal, ist das ein weißer? Lol, die Züge passen sich ja dann sogar mit der Farbe an. Lol. Ist das geil? Ist das geil? Ist das geil? Das ist geil. Aber ich verstehe nicht, wieso hier eine Möwe kreist. Oder eine Möwe fliegt. Möwe fliegt herum. Mäh. Ja, das ist noch so ein bisschen fragwürdig, aber okay. Die Gebiete bauen jetzt erstmal aus. Es sollte ja reichen, wenn die dann so ein bisschen hier ausbauen. Genau, hier auch. Traktoren 100% beladen, Agrar. Ach du Kacke. Kommt jetzt hier mal irgendwie ein Flugzeug an? Ich habe eins gehört. Ich habe keins gehört. Okay, ist doch ein bisschen blöd. Was wir hier machen können, wäre dann einfach mal hier auf jeden Fall eine U-Bahn hinzubauen. Dann haben wir das Problem fürs Spätere auch schon mal gelöst. Dass wir dann einfach hier mehrere Linien fahren lassen. Ohne irgendwelche Probleme. Da eben nicht verstanden, wieso das Gebiet da belegt war. Aber okay. Das nehmen wir einfach mal so hin. Dann bauen wir hier erstmal so eine kleine. Dann kommen die bis zum Flughafen und zurück. Kann man nämlich hier sagen. Oh, da ist ein Flugzeug. Das ist eigentlich nicht, dass ich wollte genau das haben. Aber das können wir jetzt auch nochmal ausblenden. Dann sehen wir uns das hier nochmal an. Der muss noch mal weg. Und dann ist das Flugzeug auch weg. Ja. Jetzt wissen wir also schon mal, der muss dann auch weg und der auch. Der Rest kann ja bleiben. Ich wollte die Farbe umändern. Ja, in sowas. Und dann nehmen wir das Flughafen Linie 1. Ist ja egal, wie wir das nennen. Hauptsache erstmal irgendeinen Namen vergeben. Nun ist so ein gelbliches Flugzeug. Düsenflugzeug, Bemanntflugzeug, Startbahn, 0 Leute. Vorher 0 Leute, jetzt 0 Leute. Das ist gut. Genau, hier hinten bauen die auch weiter. Jetzt müssen wir hier nochmal angucken, ob der irgendeinen... Nee, der nimmt nichts mit. Hier ist er. Wieso fliegen die denn da raus? Das heißt, da müssen wir eigentlich auch nochmal wegnehmen. Das heißt wirklich nur bis hier vorne hin. Und das heißt auch, das muss weg. So. Dann machen wir jetzt hier hinten nochmal ein paar andere Öffis rein, damit die sich hier auch noch ein bisschen zufrieden geben. Machen wir das einfach so, dass wir hier hinten rumfahren. Und dann hier rein, da rein, da, da, da. Meinetwegen dann da auch wieder. Da. Und dann hier einfach anschließen.
auch ein rotes. 36 Leute wollen doch hier schon her. Ja, der Zug bringt auch schon mal ein paar Leute her. Jedenfalls der Weiße. Wir können hier garantiert dann auch noch mehr machen. Hey, komm, lass die Leute mal aussteigen. Und dann wollen wir doch hier einfach mal schauen, wo die Leute hin sind. Da kommen sie. Genau, die Autos kommen da aus dem Gebäude raus. Ich hoffe, die laufen zur U-Bahn-Station oder halt zum Arbeitsplatz direkt. Oder zum, zum Bahnhof. Was eher die Methode sei. Genau, die laufen. Die Hälfte läuft dahin. Das heißt, wir könnten, damit es auch so ein bisschen angenehmer für die ist, den Teil hier abwerten. Dann brauchen die nicht so weit laufen für den Flughafen. Und dann sind die einfach auch da. Das ist nicht schlecht. Muss man sagen. Da ist das nächste Flugzeug. Das heißt, der Flughafenbetrieb ist hier echt gut. Gewährleistet. Woher kommen die Busse denn? Ach, die werden von irgendeinem Depot aus, glaube ich, gekommen sein jetzt. Genau. Hier laufen sie dann rüber. Sind schneller natürlich da. Als normal. Geht das eigentlich auch, wenn wir das hier so machen? Genau. Dann kann man das hier nämlich auch sechsspurig normal fahren lassen. Aber halt nur das Ding, dass die hier sich verschmälern. Das heißt, kein Parkstreifen, keine Bushaltestelle möglich. Obwohl, dann ändert sich das, glaube ich, so. Aber wir sehen dann ja schon mal mindestens, wie das aussieht. Wie sieht das hier aus? 51 Leute. Nimmt da schon mal mit. Hier fährt der ein paar weniger. Genau, die Buslinie bringt ja jetzt auch die ersten Leute hier weg. So, da landet eins, da ist eins gelandet. Ein weißes. Ja, das geht ja hier. Naja. Zu 90% geht es, sagen wir so. War halt doch nicht hundertprozentig, aber gut, und da vorne stehen Güter. Aha. Ah ja, wir brauchen hier auch noch Krankenwagen und sowas. Ärztliche Hilfe und so. Ja. Da bauen wir einfach mal hier einen Abzweig raus. Wir brauchen ja eh noch ein paar Haltestellen mehr und sowas. Dann wird das da schon nicht schaden. Wenn wir da einfach mal hier so ein bisschen dran werkeln. Machen wir hier einfach ein neues Wohngebiet rein mit. Und dann passt sich das alles. Ja, dann sollte sich das erstmal passen. Genau, dann können wir bis hier, hier die Verbindung ziehen. Dann ziehen wir meinetwegen da lang nochmal. Dann haben wir das auch. Dann kommen hier High Level hin. High Level. Den Rest kann man erstmal offen lassen. Dann kann man hier meinetwegen nochmal den Friedhof dran bauen. Er muss ja nicht direkt offensichtlich sein. Die Feuerwehr muss eine schnelle Zufahrt haben. Genau wie die, die Krankenwagen. Ist ja Bombe. Ja, Polizei passt da hinten noch rein, genau. Bildungsmäßig. Ja, die kriegen hier hinten ihre Bildung. So, Schule können sie ja. Die Frage ist wirklich, wo baut man jetzt passende Schule rein? Schule können sie ja da eine haben und hier hinten.
Und dann die Oberschule da. Das Gummi brauchen wir bislang nirgendwo anders. Das reicht ja soweit. Wo geht das hier, dass wir hier noch einen Übergang reinkriegen? So einen relativ gut aussehenden. So. Ja. Haben wir da erstmal auch einen Übergang geschaffen. Neues Gebäude. Ja, das weiß ich. Das ist ein Bahnhof, den ich gebaut habe. Monumente, da haben wir noch gar keine. Wir verlieren gerade Einwohner. Das ist eigentlich nicht gut. Was haben wir denn hier? Theaterwunder. Ja. Das kann man eigentlich mal mit freundlichen Grüßen da drüben platzieren. Also, macht ja nichts. Die freuen sich ja eher darüber, wenn die hier so ein bisschen dazugekommen. Genau, da fährt unser weißer Zug wieder raus. Hier sieht es ja auch noch extrem gut aus. Busse sind da auch ausgelastet oder sollen ausgelastet werden. Da startet, glaube ich, eins oder ist gestartet. Scheint, glaube ich, ist gestartet zu sein. Das ist auch okay. Da sind auch ein paar unterwegs. Grundschule 156 schon. Und hier hinten sind 162. Ja, ist ganz okay. Der fährt noch leer, der fährt leer, der fährt leer. Wie sieht es bei dem aus? Der fährt auch leer. Der hat zwei Leute drin, ne? So, dann ändern wir die Farbe mal von so einem hell auf noch ein helleres Blau. Ah, fällt ja auch gar nicht so doll auf. Also macht ja nichts. Eigentlich ist das easy. Ja, ihr braucht Arbeiter. Ungebildete Arbeiter. Sieht hier aus 0. 30 Leute fahren von da aus mit. Aha, bis wohin fahren die denn jetzt? Ja, bis hier vorne hin. Und dann steigen sie wahrscheinlich in den Zug um, genau. 33 von 240. Das ist ganz gut. Nur was ein bisschen blöd ist, ist, dass das hier nicht hochleveln. Also Arbeiter und sowas sind ja eigentlich da. Naja, doch nicht. Aber das kriegen wir irgendwie noch hin. Genau, das ist okay, das ist auch okay. Da war noch niemand, weil sie da noch keine Verbindung hin haben. Das heißt, wir bauen einfach hier eine rein, verbinden die dann damit. Sagen dann, oh ja, ich habe hier noch eine Verbindung hin. Und fahren die wenigstens bis hier, da. Und da. Ja, klar macht euch das erstmal traurig hier. Aber ihr profitiert ja davon im Endeffekt wirklich. Ihr blöden Einwohner. So, dann machen wir hier erstmal den schönen Bogen. Dass der dann bis hier vorne rumfährt. Da lang, da.
da und dann hier zurückfährt und dann ist das die U-Bahn-Linie. Die wird dann mal so ein ganz heller Farbton. Nee, oder war das das Haus der Wunder? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, das war das Haus der Wunder. Theater der Wunder. Theater. Linie. So, haben wir doch da eine Theaterlinie erschaffen. Da fährt auch die erste richtige U-Bahn. Beziehungsweise eigentlich, glaube ich, sogar die zweite. Genau, die zweite fährt da. Da fährt auch schon einer. Da wird noch keiner weiter benötigt. Und ich sehe, wir sind bei 20 Minuten und ein bisschen plus. Das ist ja ausreichend für eine normale Folge. Also haben wir da erstmal alles wunderschön geschafft, was wir machen können. Genau, das ist auch okay. Ja. 28 zu 30 Leuten. Wie viele hatte denn das Flugzeug überhaupt mit? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich so einen ganzen Haufen an Leuten, die da gleich rausstürmen. Genau, jetzt kommen so... Ja, da sieht man doch so einen ganzen Batzen an Leuten rauskommen. Also so über 30 waren es auf jeden Fall. Davon läuft die Hälfte wieder zum Bahnhof. Genau. Das ist okay, die Leute... Ah! Sie wollen ins Theater. Genau, da haben wir den Übergang nämlich. Machen wir die Verbindung halt so. Und dann haben wir hier einfach noch Wohngebiete rein. Das reicht ja fürs Erste. Genau, 70 Leute fahren da jetzt schon mit. Und hinten fahren 66. Das heißt, sie haben hier echt eine gute Verbindung erstmal ins Hafengebiet rein. Und andersrum zurück. Was wir halt gleich mal machen können, ist die einfach rausreißen, weil die fahren da eh nicht mit. Genau, die fahren da alle rein. Na gut, ein Großteil fährt da rein von den LKWs. Es hat sich also für nichts gestaut, um es so zu formulieren. Hier warten auch so ein paar, da fahren nur Leute mit. Ja, dass man nicht sieht, wie viele Leute hier an den Bahnhöfen warten. Das wäre, glaube ich, echt cool. Ja, Mahlzeit, ihr wollt alle nicht. Ich glaube, wir reißen hier vorne nochmal als letzte Tat für heute vor den Bahnhöfen immer die Gebiete ab. Dann da sollen die ja eigentlich nicht rein. Sie machen es trotzdem. Deswegen probieren wir einfach mal, ob wir da irgendwie die Leute dazu bekommen. Wieso wollen denn hier keine Arbeiter arbeiten? Liebes Spiel. So, wie viele Leute? 36 kommen da mit dem Flugzeug an. Also es ist wirklich immer so um die 30. Passt sich eigentlich. Hier entwickelt sich das jetzt auch. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht so schlecht bedient mit dem, was wir jetzt hier haben. Sieht ja auch nicht so schlecht aus. Außer, dass das eigentlich ein perfekter Verkehrsunfall ist, der sich da ereignet hat. Oder... Au! Das war der Leichenwagen. Ups. Ey. Alter Schwede. Wie viele Leute? Ich würde jetzt sagen, wenn die alle mit dem Bus darüber fahren wollen. Aber gut, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns am morgigen Tage wieder zu 2 Folgen City Skylines. Und bis dahin eine wunderschöne Zeit. Dankeschön fürs Einschalten und ciao.